Und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Und Harry kratzt sich schon am Kopf. Ja, er ist schon sehr nervös und dann geht's ja auch weiter. Wir müssen hier vor diesem Filch irgendwie hier wegschleichen. Ich habe ja in der letzten Folge gespeichert. Oh, was ist denn jetzt los? Ach, der kommt uns hinterher. Oh je. Ich habe ja in der letzten Folge gespeichert, aber mal hier weiter. Aber scheiße, dann ist er bestimmt jetzt hier oben irgendwo. Oh je. Da ist er abgeschlossen. Aber dann machen wir mal da die Tür auf. An der ersten. Hä? Warum geht die Tür nicht auf? Warum? Hä? Was ist das? Ach so. Wir müssen das auf die gesamte Tür machen. Nicht nur auf das Schloss. Ach so. Na dann. Was ist denn da? Oh. Dunkel hier. Was ist, wenn man da... Ah, nee. Ah, okay. Na. Oh. Oh, scheiße. Jetzt sucht er mich. Ich bin doch unsichtbar, ne? Na, das bin ich. Oh. Oh, ich hasse solche Wegring-Aktionen hier. Oje. Oje. Hier stehe ich da vor dem, ne? Ach, du Scheiße. Ah, ich bin unsichtbar. Hallo, ich bin unsichtbar. Bin unsichtbar. Was ist das denn hier? Da kann man nicht hoch, oder? Weiß ich nicht. Nee, den kann ich nicht attackieren. Schade. Es wäre zu schön gewesen. Was ist denn da noch? Oh, schöner Rick vor mir. Oh, scheiße. Oh, nee. Ja, toll. Jetzt dürfen wir das nochmal machen. Ja, ich weiß. Aber, ich weiß nicht. Ich stand doch nur da rum. Darf man wohl anscheinend nicht. Dann machen wir das halt nochmal. Er geht jetzt da hoch. Und, ja. Dann versuchen wir mal unser Glück hier. Hallo, Homora. Und... Oh, scheiße. Da ist der ja. Ach du Scheiße. So, dann machen wir das da so. Jetzt guckt er wahrscheinlich wieder hinter sich. Oder nee, der guckt da zur Tür. Ach so. Ach so, der guckt zur Tür. Dann darf man da wohl nicht an der Tür stehen. Ach scheiße, jetzt kommt der... Oh, jetzt muss ich erstmal wieder warten, bis der an mir vorbeiläuft. Und dann wieder sich umdreht. Oh, ja, ich hasse das. Das Warten. Oh, ich hoffe, der berührt mich jetzt nicht oder so. Weil, sonst wäre es ein bisschen doof. Oh, mein Gott. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, jetzt hat er mich doch berührt. Oh, nee, ne? Gibt's doch nicht. Dann müsste er das nochmal machen. Naja. Oh, dieser Typ, der nervt mich. Der hat auch voll die langen Haare. Wie so eine Frau. Muss ich mal so sagen. Also... Ist doch so, der hat voll die langen Haare. Naja, viel Leben habe ich jetzt auch nicht mehr. Also, ah, der zieht mir jetzt keine Leben ab. Oh, da ist er. Da ist er. Ja, so macht man das. Schnell, schnell, schnell. Rennen, rennen, rennen. Rennen dahin. Ich bin unsichtbar. Oh. Ich bin ein schlaues Bürschchen. Cool. Cool, cool. Freut mich. dann müssen wir jetzt mal warten, bis der hier vorbeiläuft. Irgendwie. Oh. Ah ne, der dreht sich dann sofort wieder um, oder? Ja. Ja, genau, sonst ist das ein bisschen doof, sonst entdeckt er mich, ja. Dann machen wir das ein bisschen geschickt. Ah, scheiße. Ah. Hat er mich doch gesehen. Ich mach mich nicht über dich lustig, okay. Ja, mit den Haaren, das kann man ja. Okay. Jetzt dürfen wir das zum dritten Mal wiederholen. Normal hätte es ja beim ersten Mal geklappt, aber ja, dann kam dieser komische Zwischenfall dann dazu, dass es halt irgendwie dazu geführt hat. Schade. Aber dann halt jetzt zum dritten Mal. Da, ey, wenn du mich jetzt siehst, oh, dann... Zaubern wir mal das da drauf. Flipendo, dann geht das da auf und jetzt.
No, ich komme noch nicht heraus. Jetzt warten wir erstmal hier, damit er dann so vorbeiläuft. Und dann gehe ich wahrscheinlich hinter dem her, wie ich das vorhin auch gemacht habe. Aber ja, dieses Mal werde ich ein bisschen besser aufpassen, dass er mich nicht erwischt und dann nicht zu schnell zucken. Denn das ist ein bisschen gefährlich. Ja, jetzt, jetzt. Aha, aha. Wehe. Oh Mann, oh Mann. Der Typ macht einem Angst. Ich sag's euch, Leute. Der macht einem Angst. Boah. Hier oben kann er mich nicht sehen, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Kann er mich da sehen? Ah, wenn ich das von da aufmache, dann geht der ja da hin, ne? Dann kann er mich nicht sehen, oder? Nein, ich bin kein Eindringling, keine Sorge. Ich warte jetzt erstmal genau, bis er ganz nach hinten zurückgeht auf die andere Seite. Weil dann kann ich schön da runterspringen und ja, dann ist es wohl leicht, weil ich weiß nicht, ob das jetzt richtig viele Geräusche macht, wenn ich da runterspringe. Jetzt geht der. Ah, jetzt geht er da so hin. Ah. Okay. Dann können wir jetzt hier so durch, oder? Ah. Und da ist auch direkt der nächste Speicherpunkt. Und er geht jetzt natürlich jetzt auch weiter, weil er mich nicht gekriegt hat. Und dann, ja, schlau. Und dann speichern wir hier. Und ich hoffe, wir müssen dann nicht wenigstens dieses Ding nicht mehr nochmal sehen. Dann gehen wir hier auch mal weiter. Und was ist denn hier? Was ist hier? Wo kommt der denn hier hin? Oh oh. Und wo war jetzt. Ah. Oh, ups. Ah, okay. Ach du Scheiße. Mach ich das jetzt? Mach ich das mal hier auf? Ah, jetzt geht da so ein Tor auf. Oh. Mach ich doch schon. Ich bete doch schon. Oh Mann. Oh Mann. Richtig mies. Ah, Scheiße. Geh weg. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin ihm noch entkommen, cool. Cool, ich bin ihm noch entkommen. Ah, das ist schön. Da ist doch noch die Rampe. Ah, okay. Da kann man die Rampe hoch und dann. Oh, zum Glück hat er mich nicht gesehen. Ah, das war wohl jetzt richtig knapp. Sehr, sehr knapp, muss ich sagen. Also. Er hatte mich ja schon im Licht, aber dann bin ich dann irgendwie doch noch entkommen. Ja, wohl richtig Glück für mich. Weil sonst wäre es ein bisschen doof geworden. Oh, scheiße. Ich dachte, man kann da so. Ah, scheiße. Eieiei. Dann laufe ich da nochmal hoch. Ich hoffe, er entdeckt mich nicht, aber ich bin ja unsichtbar. Das darf ich ja nicht vergessen. Er ist dort unten. Das heißt. Er sieht nur alles, was da unten ist, hoffe ich. Dann springen wir jetzt mal dahin. Und jetzt müssten wir eigentlich sicher sein vor dem Typen, oder? Wo war da? Was ist denn das da? Öffnen. Ah, nee. Gibt's doch nicht. Ah, muss ja auch noch hin. Ach, je. Was ist das denn da? Ah. Ich bete doch schon. Mein Gott, ey. Beten ist doch immer hier relativ. Ah, okay. Oh. Scheiße. Nein. Ah, nein. Oh, nee. Ah, ich hab's gewusst, aber. Ja. Was soll ich da machen? Ja. Was soll ich da machen, ey? Mein Gott. Ja, geh mal schnell dahin. Dann mach ich das da auf. Ah, okay. Und dann. Dann. Schnell das da aufmachen und dann wegrenne. Ich renne jetzt weg. Ja, ich weiß wie. Aber möchte hier wegrennen. Nein, ah. Gibt's doch nicht. Oh, schon wieder. Schon wieder. Jetzt ist der Ärger wohl da. Genau. Der nette Herr möchte mich darauf hinweisen, dass ich irgendwie Ärger kriege.
Ja, genau, was war das? Und jetzt? Oh. Was geht hier vor? Wer war das? Jemand ist an mir vorbeigegangen. Ja. Ich gehe immer an dem vorbei. Schnell weg da! Geht er jetzt dahin? Weiß ich nicht. Wir. Okay. Jetzt geht er nicht dahin. Ja, dann schnell mal irgendwie dahin gehen und schauen, dass wir dann da hochkommen oder so. Boah. Der Typ, der ist echt ein bisschen strange, sag ich mal. Also, ja. Schon ein gruseliger Typ, muss ich sagen. Der Herr Filch. Also, ich würde den nicht gerne als Hausmeister in meiner Schule haben wollen. Nee, nee. Das ist ein bisschen. Ja. Ich bin hier oben. Warum bin ich hinterhältig? Was habe ich gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Mein Gott. Warum bin ich dann so hinterhältig? Hallo, Homura. Schnell hier weg. Ah, wehe, du kommst jetzt. Nein, ah! Ah, gibt's doch nicht. Ah, was ist das denn hier? Ah, je. Er war doch eigentlich ganz leicht, aber. Ja. Ich verstehe nicht, wie das jetzt irgendwie ist. Ich verstehe das nicht. Ja, weil dann. Dann kommt ja das da, ne? Oh. Mein Gott. Hä? Ich check das nicht. Ja. Aber. Okay, dann nochmal. Oh mein Gott, das ist doch hier wohl. Oh, voll die Verarsche, aber okay. Ja, dann kippe ich das nochmal da um und. Was jetzt? Das da? Bin kein Eindringling. Ah, jetzt geht er dahin. Ah, so. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Oh. Oh Mann. Das denn jetzt? Okay, jetzt spiele ich richtig. Okay. Okay. Ist aber ein bisschen langweilig, aber ja. Der Ärger ist wohl da. Oh ja. Also. Machen wir schnell diese Tür hier auf. Und dann rennen wir schnell hier rum. Ah, ey. Der Typ, ey. Der ist so richtig aggro, ich merke das. Der ist so richtig aggro. Oh, wenn ich hier durch bin, dann bin ich erstmal dankbar hier. Oh ja. Okay. So, jetzt schnell aufmachen. Stipendo und dann wehe, du kommst jetzt nochmal. Wehe! Sonst gibt's aber Ärger hier. Jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter. Mit Team Rocket. Aha. Was ist, wenn ich den jetzt so von hinten anspringe? Was ist dann? Bin ich dann auch gefangen worden von dem oder nicht? Aber warte, man kann doch hier von oben oder nicht? Wenn man das gleich aufgemacht hat. Vielleicht ist das dann wohl eine tolle Variante, um das irgendwie hinzukriegen. Oder man muss wohl irgendwie warten, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn man die Tür aufgemacht hat, sollte man warten, weil er dann irgendwie dahin stürmt. Glaube ich. Habe ich ja gerade bemerkt bei der einen Tür da. So, Alohomora drauf. Und dann sehen wir ja jetzt schon, dass er da irgendwie hinstürmt, ne? So. Und wenn er merkt, da ist keiner, dann. Ja, eindringen. Dann, ja. Und dann können wir diese Tür wohl öffnen, oder? Gut. Stipendo. Und ganz leise, aber sicher können wir dann dort diese Tür öffnen. Okay, der geht da lang. Also kann ich jetzt problemlos endlich hier hoch. Oh. Gott, ey. Mein Gott, ey. Na dann. Schnell weg hier. Ich hoffe, jetzt muss ich nicht nochmal da runter. Sonst, okay, dann geht die Tür auf, hoffe ich denn nochmal.
Ich muss doch mal da runter. Nee. Oh nee. Nee. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht, ey. Ich will nicht da runter. Genau. Och, och, och. Der Stöhnemeier hier. So, und jetzt? Und jetzt? Ah, da ist noch. Ah, warte. Nee. Flipendo. Und jetzt kann ich erst da hoch, ey. Mann. Gibt's doch nicht. Oh, ey. Jetzt gehen wir schnell da hoch. Schnell. Ich bin unsichtbar. Ich kann da hoch. So. Springen wir über seine Köpfe hinweg. Beziehungsweise über seinen Kopf. Er hat ja nicht zwei Köpfe oder so. So. Und da drauf. Und jetzt aber. Okay. Und dann machen wir da irgendwie so ein Licht an. Mit Lumos. Und dann zaubert sich da auch irgendwas hin. Ah. Ah, okay. Na dann. ja, ich hoffe, ich komme jetzt dann sicher irgendwie wieder dahin, wo ich hin wollte. Ich hoffe nicht, dass er mich jetzt irgendwie entdecken wird. Ne, hoffe ich nicht. Wo ist denn der jetzt? Wo ist der Typ? Ich sehe ihn nicht. Sehe ihn nicht. Ach, da läuft er lang. Ah, gut, dann können wir uns da vorbeischleichen und ja, er klettert da hoch. Schön, er klettert da hoch und dann klettert er da auf das Lichtteil. Irgendwie ist es ein bisschen komisch, so auf solche Lichtteile hochzuklettern. Das ist schon so ungewohnt. Also. Ah, dann haben wir jetzt 333 Bohnen. Genau eine schöne Schnapszahl. Stipendo. Ah. Okay. Kommt dann das hinterher? Ah! Na dann. Na dann. Er geht weiter. Schön. Schön. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja. Schön, dass ich jetzt nicht hier noch was machen muss. Gefällt mir. dann gehen wir mal irgendwie hier, da hier Lumos und ja. So, was öffnet sich jetzt? Ah, okay. Da kann ich wieder hochklettern und dann muss ich da wohl weitermachen. Oh. Ja, ist wohl hier. Ah, da. Ah, da muss ich. Ach so. Ist wohl hier schwerer als gedacht. Also am Anfang dachte ich ja, ach, wie leicht. Muss ja nur vor dem wegrennen. Aber ist wohl dann doch nicht so leicht. Ne? Also das ist schon eine Herausforderung hier. Ne? Das ist nicht so ganz easy. Aber Harry schafft das schon. Und ist ein intelligenter Junge. Der schafft das. Beziehungsweise ein magischer. Er kann zaubern. Oh, noch hochgekommen. Ah, und dann kann man da noch hin und springen wir mal, jumpen wir mal dahin und oh, da ist schon wieder so ein Teil. Oh, wie mich das irgendwie aufregt. Weil ich da jetzt ganze Zeit irgendwie hochklettern muss. Aber ich muss auf den Turm hoch, aber ein Turm. Das ist doch bei Harry Potter und der Stein der Weisen eigentlich das Ende, oder nicht? Also, weil im Turm sind sie ja da, um den Schlüssel da zu holen und so. Ist es da nicht eigentlich das Ende? Frage ich mich jetzt. Wo muss ich jetzt hin? Ach, da, glaube ich, oder? Muss ich jetzt da hin? Glaub schon, oder? Oder nee, warte, da bin ich ja. Ah, nee, da. Ach so. Da muss ich hin. Ah, ja. Da ist eine Bohne. Sammeln wir sie ein. Jetzt haben wir 335. Oh. Und nochmal. Ah, ja, diese Lichter, die sind schon schön, aber irgendwie finde ich es ein bisschen doof, da rumzuspringen. So, jetzt können wir das da öffnen und dahinter ist ein Speicherpunkt, der speichern war. Und da können wir auch mal Alohomora drauf wirken. Dann öffnet sich so ein Dingen. Dann kriegen wir eine Truhe. Und da ist dann wahrscheinlich auch eine Schatzkarte drin, ne? Nee, Bohnen nur. Nur ein paar lächerliche Bohnen, willst du mich verarschen? Oh ja. Dann müssen wir hier wohl weiter hochklettern. Oh je, das ist schon eine Kletterarbeit hier. Aber, naja, wenn man da runterfällt, dann landet man im Nichts. Und das Nichts ist so bekanntlich das, was einem tötet. Das tötet mich. Oh nee. Scheiße. Ah, da läuft der schon wieder rum. Oh nee. Ja. Ja. Was machen wir denn jetzt? Was ist denn sein Weg hier? Wehe, du siehst mich jetzt. Wehe. Nicht.
Nicht, nicht, nicht. Okay. Gut. Ah! Scheiße! Er hat mich jetzt erschrocken, ey. Oh. Mann! Mein Gott, ey. Was ist das denn für einer? Oh, hab mich jetzt erschrocken, ey. Lauf da vorbei und er rennt mir da so, boah. Oh je. Das ist der eine. Da habe ich mich erschrocken, also das muss ich zugeben. Ich habe mich erschrocken. Mal wieder. Oh Mann. Dieser Typ, ey. Oh. Der ist wirklich. Ja. Echt nervig, muss ich sagen. Aber. Ja, irgendwie muss man dann wohl an dem vorbei, um hier hochzukommen. Und das werden wir wohl auch schaffen, denke ich. Ah, ja. Jetzt nicht übertreiben hier. Jetzt einfach mal da hoch. Und dann da rein. Oh, schnell da rein. Schnell. Und dann zaubern. Ah, da dreht sich schon was. Ah. Achso, da läuft er erst dahin. Ah. Na gut. Denkst du etwa, ich hätte Tomaten auf den Augen? Ja, hast du doch. Nicht? Doch, mich? Mich lässt du da rein? Doch, mich lässt du da rein. Doch, doch. Ich bin, oh Gott, jetzt muss ich da drinnen bleiben. Beziehungsweise, kommt jetzt auch mal über diese Brücke zurück? Hoffe ich denn doch mal, oder? Kommt der jetzt, ach du Scheiße, ist das schwer. Ja. Ah, muss man wohl. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, jetzt kommt der auch noch. Jetzt kommt der auch noch. Vielleicht kann ich die noch brauchen, um Filch abzulenken. Peace? Hm. Ja. Wir ablenken. Also das geht doch. Muss man. Muss man Zauber da irgendwie hinsteuern können, aber geht irgendwie nicht. Ah. Hallo, hallo. Ah! Nein. Mein Gott. Da ist die Vase explodiert, ey. Oh, ey. Was war das denn jetzt schon wieder, ey? Der ist aber. Oh. Die Vase ist da hinten explodiert und ich. Oh, ey. Mein Gott, ey. Was ist das denn für einer? Der Typ riecht mich richtig auf, ey. Kann schon gar nicht mehr richtig reden, ey. Alter, riecht mich auf, würde ich sagen. Ah ja, dann nochmal da hoch und nochmal. Ja, aber bei den mehreren Anläufen, da klappt es doch auch schon immer. Also, ja, wieso sollte es jetzt nicht klappen? Gut, wehe, du siehst mich, wehe, Junge. Junge, ich sag's dir. Guck mal, mein Zauberstab. Der kommt sonst in deinen Arsch rein. Hm. Ist das nicht schön? Ja, das ist ein Dildo, der Zauberstab. Hm. Ist in Wirklichkeit so. Nein, Scherz. Ah, ich muss so von dieser Seite da kommen, oder? Ja. Denkst du etwa, ich hätte Tomaten? Ja, hast du! Mein Gott, du hast Tomaten auf den Augen. Mich lässt du rein. Das sag ich dir. Sag ich dir. Ich schleich mich an dir vorbei. Hm. Ich bin so schlau. So. Na, da kommt man irgendwie dann doch nicht. Oh. Ja, das ist ein bisschen doof. Peace. Es kommt jetzt raus. Yeah. Dafür werde ich dich verbannen. Ja, wirst du? Oh. Vielleicht kann ich die noch brauchen, um Filch abzulenken. Ja, ich muss dich ablenken, also, gut. Gut. Tschüss. Oh, endlich da vorbei. Endlich, ey. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, endlich da. Bin ich im Turm? Jetzt? Ah, das sind andere. Ach du Scheiße, muss ich hier auch noch runter. Ah.
Oh je, dann muss ich ja auch noch wieder runterkommen. Oh, nee, ne? Toll. Toll. Und so bin ich jetzt hier hochgekommen? Für nichts. Für nichts. Oh, das ist auch nur diese komische Katze. Nee. Mrs. Wie Norris, süß. ich könnte schwören, ich hätte hier irgendwo Fußgetrappel gehört, aber Wie wenn ich jetzt süß. in der Bibliothek Oh, nachsehen muss. Katzen, ich liebe Katzen. Okay, Mrs. Norris heißt die Katze, mal wieder. Und muss ich dem jetzt hinterhergehen oder wie? Nee. Oder doch? Weiß ich nicht. Ja, dann gehe ich dann einfach mal hier hinterher. Aha. Aha. Hier ist es leer. Da ist aber wieder einer. Muss ich jetzt auch noch auf die Katze aufpassen oder was? Okay. Dann habe ich den wieder hinterher. Alte Scheiße. Schnell, Mrs. Norris, du hältst von oben aus Wache. Oh, wie sind die da hochgekommen? Toll, jetzt habe ich oben auch noch eine Ihr Wache. kommt ihr nicht vorbei, ihr Drecksgören. Toll. Jetzt verfolgt mich auch noch eine Katze. Schön. Richtig schön. Muss ja auch noch auf eine Katze achten. Macht die denn, wenn die mich erwischt? Miaut die oder was? Steht der. Ach du Scheiße. Miaut. Das Ding miaut, aber. Ja. Flipendo, los. Ach so. Ja. Der steht ja nur rum. Na dann. Hä, wo bin ich jetzt hochgeklettert? Dann soll man gar nicht. Ah! Katze auf 2 Uhr. Oh. Scheiße. Oh, ich wollte schon sagen. Die frisst mich auf hier. Dann. Auf einmal der mal hinterher. Die kann gut springen. Muss ich ihr lassen. Das muss ich ihr lassen. Kann er richtig gut springen. So, dann springen wir ihr mal hinterher. Nein! Oh! Knapp, knapp, richtig knapp. Nur so richtig knapp jetzt. So, dann sind wir jetzt am Ziel hier. Warte, auf der anderen Seite ist der Filch, ne? Also der steht ja da unten an der Tür. Oder so. Ach du Scheiße. Kommt er jetzt dahin? Nicht? Nochmal merkwürdig. Nochmal kommt er dahin. Aber okay. Dann würde ich. Okay. Nein, ich bin kein Eindringling. Nein, 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 nein. 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 Oh, jetzt kommt er uns wieder hinterher. Oh je. Puh, der Typ. Oh. Dann speichern wir mal hier und dann würde ich sagen, ich beende die heutige Folge damit. Genug vor Filch weggelaufen. Jetzt erstmal wieder ausruhen und ich hoffe, ihr schaut mir beim nächsten Mal wieder zu.